Moin, moin Leute, heute geht's weiter mit dem nächsten Thema oder mit dem ersten Thema und das ist physikalische Grundlagen. Aber vorher erstmal das Intro. So, ja, die physikalischen Grundlagen. Das hört sich erstmal ziemlich kompliziert an und ziemlich trocken. Ist es aber eigentlich gar nicht und das ist eigentlich ziemlich einfach. Also ich beziehe das jetzt alles mal auf diese Sache Tuning, wie mache ich meinen Motor schneller, wie kann ich denn, also vom klassischen Frisieren, sage ich jetzt mal. Tunen, frisieren, mehr Leistung rausholen, solche Sachen. Und da haben wir schon das erste Stichwort Leistung. Was ist eigentlich Leistung? Leistung ist, man hört immer, dass Leistung ist Drehmoment mal Drehzahl, in erster Linie. Das können wir uns jetzt mal hier oben angucken. Ich blende jetzt mal hier was ein. Die Formel sagt einfach, das sei jetzt mal so hingestellt, Leistung ist gleich Drehmoment mal Drehzahl. Was ist eigentlich eine Leistung und was ist eigentlich ein Drehmoment? Das kann man sich eigentlich ganz einfach vorstellen. Die Leistung ist das Produkt aus Drehmoment und Drehzahl. Wie kann ich meine Leistung nochmal jetzt erhöhen? Entweder erhöhe ich das Drehmoment, also mein M, oder erhöhe die Drehzahl, also das N. Jetzt kann man sich das so vorstellen, was ist jetzt der Unterschied zwischen Drehmoment und Leistung? Das ist ja mal so die bekannte Angabe, ja, mein Auto hat so und so viel Drehmoment und so viel Leistung. Aber was ist dieses Drehmoment eigentlich? Das kann man sich so vorstellen. Wenn ich mir jetzt meinen Kumpel nehmen würde, den würde ich jetzt vor mich hinstellen und den würde ich jetzt schubsen. Ja, ich möchte ihn jetzt sozusagen 10 Meter weit schubsen. So, jetzt machen wir das anders. Wir nehmen jetzt Bruce Lee. Bruce Lee ist ziemlich kernig, etwas kräftig, aber er ist super schnell. Und er würde jetzt meinen Kumpel nehmen und er würde ihn 10 Meter weit schubsen. Wenn jetzt Bruce Lee, würde es wahrscheinlich so machen, dass Bruce Lee ganz, ganz, ganz schnell, ganz leichte Schubser machen würde und ihn dann auf diese 10 Meter schubst. Das sei jetzt mal ganz kurz so dahingestellt. Jetzt nehmen wir im nächsten Beispiel Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger wird wahrscheinlich dreimal ganz, ganz doll schubsen und er wird nach dreimal Schubsen, die 10-Meter-Marke erreicht haben. Was ist jetzt der Unterschied? Angenommen, Bruce Lee und Arnold Schwarzenegger würden das in der gleichen Zeit schaffen. Ja, das bedeutet, dass die Zeit ist schon mal gleich. Also es hat sich ja nicht gar nichts geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist das Drehmoment. Beide haben eine andere Kraft benutzt. Bruce Lee hat meinetwegen 10-mal geschubst mit einer geringeren Kraft. Arnold Schwarzenegger hat aber 3-mal geschubst mit einer ganz starken Kraft. Das bedeutet, dass Arnold Schwarzenegger in dem Moment mehr Drehmoment aufgebracht hat, auf unseren Motor bezogen mit weniger Drehzahl. Bruce Lee benutzt mehr Drehzahl, aber weniger Drehmoment, weniger Kraft. Das ist das Einzige, was man jetzt an dieser Stelle verstehen muss. Ich hoffe, dieses Beispiel ist einigermaßen klar und gibt in etwa wieder, was jetzt der Unterschied zwischen Drehmoment und Leistung ist. Also Leistung ist das Produkt aus der Kraft mal der Intensität, sozusagen die Drehzahl oder wie oft ich geschubst habe. Und das Drehmoment ist, wie stark ist mein Schubser eigentlich. Das kann man sich jetzt so vorstellen. Wie habe ich jetzt die Möglichkeit, in meinem Zweitaktmotor meinen Drehmoment oder ich fange jetzt mal anders an, wie meine Leistung zu steigern? In erster Linie ist es ziemlich schwierig, das Drehmoment zu steigern. Das Drehmoment ist abhängig von meiner Explosionskraft in meinem Zylinder. Das bedeutet, ich sauge Kraftstoff-Luft-Gemisch an. Das ist bei meinem 50-Kubik-Motor beispielsweise 50 Kubikzentimeter Luft. Und da packe ich halt einen gewissen Kraftstoffteil rein, der bei jeder Zündung aber immer gleich ist. Gut, jetzt kann man daherkommen und sagen, ja, ich baue mir jetzt eine Auspuffanlage dran und damit kann ich meine Füllung beeinflussen. Ja, das funktioniert, aber es geht zumindest einen gewissen Teil aber nur. Deswegen kann ich am Drehmoment eigentlich nur mein Drehmoment nur ändern, wenn ich meinen Hubraum vergrößere. Wenn ich meinen Hubraum vergrößere, habe ich pro Ansaugweg, sage ich jetzt mal, pro Zylindervolumen mehr Luft und mehr Kraftstoff. Und da ich mehr Kraftstoff in meinem Zylinder habe, kann ich auch mehr Drehmoment und mehr Kraft erzeugen. Jetzt habe ich aber nicht immer die Möglichkeit, meinen Hubraum zu vergrößern. Das bedeutet, ich kann meinen Drehmoment eigentlich gar nicht verändern. Also was verändere ich jetzt an dieser Stelle? Jetzt muss ich auf meine Drehzahl gehen. Das bedeutet, dass ich meinen 50-Kubik-Motor, das Drehzahlband vergrößere. Das sei jetzt erstmal dahingestellt, wie man das macht. Das geht aber.
Angenommen, ich habe jetzt 2 PS an meinem 50-Kubik-Motor und ein gewisses Drehmoment, sagen wir mal jetzt einfach mal 2 Newtonmeter. Und diese 2 Newtonmeter erreiche ich bei 5000 Umdrehungen. Das sind jetzt gerade irgendwelche ausgedachten Zahlen, das macht jetzt vielleicht gar nicht unbedingt Sinn, aber das ist immer ein gutes Beispiel. Also 2 PS bei 2 Newtonmeter multipliziert mit meinen 5000 Umdrehungen. Wie bekomme ich da jetzt 4 PS raus? Ganz einfach, indem ich die Drehzahl verdopple. Ich sage einfach, dass ich meine 2 Newtonmeter nicht mehr bei 5000 Umdrehungen anliegen habe, sondern bei 10.000 Umdrehungen. Das bedeutet, dass ich dann sozusagen zweimal die doppelte Drehzahl, das bedeutet die doppelte Leistung. Und so kann ich mit diesem Produkt kann ich sozusagen meine Leistung steigern. Warum will ich eigentlich meine Leistung steigern und nicht das Drehmoment? Die Leistung ist jetzt eine etwas blöde Frage, warum die Leistung nicht das Drehmoment? Die Leistung ist abhängig vom Drehmoment und der Drehzahl. Fahrwiderstände, zum Beispiel Luftwiderstand, Rollwiderstand, Steigwiderstand und Beschleunigungswiderstand, sind einzig und allein abhängig von der Leistung. Ich kann das größte Drehmoment haben und meinetwegen 2000 Newtonmeter, aber mein Motor, der dreht nur 1000 Umdrehungen, dann werde ich keine hohe Leistung erreichen und auch keine hohe Spitzengeschwindigkeit. Wenn ich eine hohe Spitzengeschwindigkeit erreichen möchte, muss ich meine Leistung steigern. Egal wie. Ob ich das über die Drehzahl realisiere oder über das Drehmoment. Aber wenn ich mein Fahrzeug schneller machen möchte und es auch schneller beschleunigen möchte, muss ich meine Leistung am Rad erhöhen. Ja. Das sind jetzt so einige wichtige Stichpunkte gewesen zum Thema Leistung, Drehmoment und Drehzahl, wie sich das zusammensetzt an dieser Stelle. Ich kann da jetzt auch noch einige Rechenbeispiele zu machen, wie man das eigentlich ausrechnet, was eigentlich ein Newton ist, was ist eigentlich ein Newtonmeter. Das muss man jetzt an dieser Stelle auch vielleicht gar nicht wissen. Ich denke mal, dieses Umgangssprachliche reicht. Genau, das ist, glaube ich, an dieser Stelle in Ordnung. Falls euch das nicht ausführlich genug an dieser Stelle gewesen ist, dann teilt es mir bitte mit, sagt mir Bescheid. Ich kann auch mal noch mal ganz genau in einem Extra-Video darauf eingehen, was eigentlich ein Newton ist, was eigentlich ein Newtonmeter ist und wie sich das Ganze physikalisch zusammensetzt. Das können wir gerne so machen. Mit diesem Video möchte ich eigentlich nur einmal kurz darstellen, was ich für Möglichkeiten an meinem Fahrzeug habe, es schneller zu machen in erster Linie. Was muss ich verändern, um mein Fahrzeug schneller zu machen? Und das sind halt, wie gesagt, das Drehmoment, weil man das nicht verändern kann, die Drehzahl. Wie man diese beiden Parameter jetzt beeinflusst, das kann ich in den nächsten Videos erklären. Da geht es dann nämlich dann Richtung Resonanzen, Ein- und Auslass, Auspuffresonanzen, Steuerzeiten, Verdichtung, Vergaserquerschnitt und dann wird es halt interessant mit den richtigen Sachen und dann geht es auch ins Eingemachte. Und ja, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Gebt mir Feedback. Ich möchte meine Videos natürlich immer stetig verbessern. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal und ich freue mich drauf. Bis dann, ciao.